Jo Leute, willkommen zurück zu Evolve Stage 2 im Unranked und wir spielen eine Sold-Runde. Ich würde sagen, wir nehmen mal wieder Parnell. Ich mag den Parnell eigentlich. Und er ist auch nicht so overpowered. Und er testet, wie gut die Heilerin ist, beziehungsweise der Heiler. Weil wir brauchen eigentlich keinen Damage Trapper, den wir trotzdem haben. Aber wir brauchen eine sehr, sehr gute Heilerin. Die Kyra kann das schaffen, aber nur wenn sie gut ist. Und wenn die Kyra gut ist, dann kriegt sie mich geheilt. Wenn nicht, sterbe ich ständig. Weil Parnell ist einfach Kamikaze. So. Aber das werden wir gleich sehen. Wie gut sie ist oder wie schlecht sie ist. Im Moment spare ich auch auf die 14.500, um. Was? 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 Da ist ein Fehler. Da ist auf jeden Fall ein Fehler. Es wäre mir neu, dass sie wieder. Komme gerade nicht ins Kaufmenü. Irgendwie sowas wird's sein. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also normalerweise 14.500 Credits, Silver Key. Ich glaube, Key heißen sie hier. Silver Key brauche ich für den Behemoth. Und ja, das denke ich wird ganz gut. Den hätte ich nämlich gerne. Wobei ich sagen muss, ich finde auch den. Wie heißt er? Den Kraken ziemlich stark. Aber der ist mir halt zu sehr. Ich spiele super aggressiv. Und das mag ich in Evolve absolut nicht. Also ich spiele lieber wirklich so. Ich schnapp mir einen und fokusse den und klatsch den weg in aller Ruhe. Kann den von den anderen ganz safe abschneiden, dass die anderen mir gar nichts können. Und das kann ich einfach mit dem Behemoth so easy machen. Da kann ich so einfach den Heiler abschotten, in die Ecke drängen, hinter mir die Wand hochziehen und dann hau ich den da die ganze Zeit runter. Bis ich ihn tot habe. Also das ist ziemlich cool. Deswegen spiele ich den Behemoth gerne. Den Eiszeit-Behemoth habe ich eigentlich noch nicht getestet. Wobei doch, ich glaube, ich habe mal einmal getestet. Aber. Nö. Oh, Moment. So. Aha. Das ist doch nicht meine Schuld. Wir müssen Monster fangen. Was soll ich denn tun? Ich will nur nicht ständig kotzen. Auf meinen Stiefel. Ah, Daisy leckt es ab. Entspann dich. Ihhh. Das ist ekelhaft. So. So. Einfach mal dem Trapper hinterher. Okay. Schneller, schneller, schneller. Ups. Medic? Warte, wir machen das so. Wir rennen hier durch. So, ich möchte eigentlich nicht getrennt werden von den anderen. Zack. Ja, schade. Wär ich meiner Intuition mal treu geblieben. Erstmal eine Rakete abschießen. Oh, den hast du gut erwischt. Den hast du gut erwischt, mein Lieber.
Ja, haben wir. Jawoll! Zack, zack. Und zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Einfach nur draufhalten. Und Raketenwerfer, 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 Raketenwerfer. Einmal kurz Nasierung. Das ist kein Scherz. Ich musste mich gerade an der Nase kratzen. Kannst du mal eben? So. Da hoch. Okay. Was macht der denn? Und... Oh ja, da frisst du noch ein paar Raketen, mein Lieber. Die eine oder andere Rakete, die frisst du noch. Sei dir da mal sicher. Da springt mir echt der Support in die Rakete. Oh ja. Komm schon. Ah. So. Ja, der Ape hat nicht dran gedacht, das Ding auch mal wieder zu aktualisieren. Kuppel bereit. Da ist sie. Die Bratze. Die Bratze. Okay. Ja, komm in meine Arme. Kleines. Ja. Yeah. Wo bist du? Einmal den Kampfrauschsoldaten aktivieren. So. Ich weiß, der ist noch nicht aktiv, der Kampfrauschsoldat. Liegt einfach daran, dass ich den mir aufbewahren möchte, bis ich richtigen Damage dealen kann. Vergiss es, du kommst nicht weg, du kommst nicht weg, du kommst nicht weg. Dich krieg ich down jetzt, dich krieg ich hier down. Das ist mir sowas von egal, ob du den Medic oder sonst wen killst. Ich knall da aber einfach weiter auf dich drauf. So, easy peasy. Lemon squeezy. Heroes never die. that's the spirit. GG. So, coole Runde. Ewig kein Panel mehr gespielt. Naja, gut. Profi-Level-Aufstieg. Sehr cool. Endlich. Mal wieder ein Level-Up. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, wir gehen auf Monsterjagd. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.